setting it up here now is es ist Priorität, es jetzt hier aufzubauen, weil wir Deutschland zum Laufen bringen müssen. Denn ihr seid ziemlich spät dazu gekommen, verglichen mit den Anfängen. Und ihr seid nahezu an dem schwierigsten Punkt dazu gekommen, aber wo auch bereits eine Menge Lektionen gelernt wurden, besonders mit dem EFT, denn das gab es vorher noch nicht. Davor gab es nichts dergleichen. Als es noch Schecks waren, schrieb man den Scheck, verschickte ihn und das war's. Und wenn sie Nein sagten, war es eben Nein. Die große Frage, um uns zu verteidigen, sollte immer sein, wenn dies hier nicht glaubhaft und zulässig oder wahr ist, valid, true, warum läuft die Wheelbank dann noch immer? How can this be happening? Das ist doch eine gute Frage, weil die Leute oft sagen, dass es das nicht sei oder es sei nicht richtig. Als wir damit anfingen, meinten die Leute, sie würden deswegen verhaftet werden oder dass dieses oder jenes geschehen würde. Vor allem all diese Lockvögel und Trolle im Internet, die in manchen Fällen von der Regierung oder anderen Institutionen bezahlte Agenten sind. Aber es läuft noch immer. Es ist, als würde man sagen, du kannst kein Gärtner sein, wenn du dich nicht beim Staat registriert hast. Du kannst und darfst nicht kochen, es sei denn, der Staat erlaubt dir zu kochen. Kannst du anderen etwas beibringen und lehren, wenn du kein staatlicher Lehrer bist? Kannst du Bankgeschäfte machen, ohne die Erlaubnis der EZB, der Europäischen Zentralbank? Ja, natürlich kannst du das. Kochen, Banking, Reinigen, das läuft schon seit Jahrtausenden. Und wenn du fragst, wo der Staat ist, dann kannst du ihn nicht finden. Wo ist der Staat? Du kannst ihn nicht finden, weil er nicht existiert. Trotzdem sagt er dir jeden Tag, was du tun darfst und was nicht. Und wir unterwerfen uns dem. Aber jetzt ist es vielleicht an der Zeit, sich dem nicht mehr zu unterwerfen.